Willkommen zurück zu The Cat Lady. Beim letzten Part gab es kein richtiges Ende, weil die Kapazität meiner Festplatte leider wieder voll war und dadurch ist das letzte Stück nicht aufgenommen worden. Da war ich auf jeden Fall im Keller und habe mir nochmal das Kleid und alles angeguckt und habe dann mit dem, ich glaube dem Schraubenschlüssel war das oder was wir da hatten, damit habe ich auf jeden Fall die Dose aufgemacht und konnte jetzt die rote Farbe zu mir nehmen. Aber die Frage ist, was machen wir jetzt? Also ich schaue mir jetzt nochmal die Karte an und muss ein bisschen überlegen, was wir jetzt machen. Wir wollen den Brian ja ablenken mit diesem Farbekram, Kleid, bla bla bla. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er der Letzte ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er der Killer ist. Da wir vielleicht so nach und nach die Sachen sammeln mit Kleid und Farbe, kann aber auch sein, dass es halt zuerst kommt. Es ist nicht einfach. Ich habe keine Ahnung, was wir machen könnten. Vielleicht sollte ich sogar noch mal rausgehen. Ich weiß nicht, war da draußen noch irgendwas? Da ist die Blumen. Oder hier im Briefkasten noch mal gucken. Gemeinsamer Briefkasten, genau. Dann öffne ich nochmal. Keine Post für Susan Ashworth. Überraschung, Überraschung. Alle anderen Fächer sind abgeschlossen. Was kann man denn mal mit dem Verlängerungskabel auch machen? Der Kerl versteckt sich in diesem Haus. Okay. So, da ist nichts. Keller. Warte mal. Karte. Obwohl, vielleicht hat ja Mizi, die, wenn man die anspricht, hat die manchmal auch einen Tipp. So, what next? Maybe we can find some clues in the mail. There's a mailbox in the hall. Hä? Da waren wir doch aber gerade jetzt. Wie? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir waren doch gerade bei der Post. Briefkasten untersuchen. Öffnen. Ja, aber vielleicht in den anderen Fächern. Warum guckt sie denn dann nur für sich selber? Sie kann ja auch... Hier, mach mal du. Do you think you can unlock this mailbox? I think I can most certainly unlock this mailbox. Ah, okay. Then do it quickly. Someone can come in any minute. A little room with a master locksmith. Really? Could you step away towards the stairs and turn around? Please? Ja, sie will immer nicht dabei, dass jemand zuguckt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es hier jetzt weitergeht, wenn ich ehrlich bin. Master Criminal. If anything. Bin das letzte Mal einfach nur vom Keller wieder hochgegangen und bin jetzt auch in einer neuen Aufnahme. Ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Done. Here's all the mail. Hide it in your pockets and let's get out of here. It was mostly junk mail and leaflets. I threw those away. Okay. Müssen wir jetzt aufpassen? Muss ich jetzt weg? Können wir das jetzt angucken oder wie ist das jetzt? Kann ich das mal... Hallo? Brief an Pauline. Okay, dann lesen wir den mal. Nicht hier, sie könnte jeden Moment zurückkommen und wir würden in Flagranti erwischt werden. Okay, dann... Wo gehen wir denn dann hin? Brief an Joey. Und wenn wir in den Keller mal gehen? Ich gehe mal in den Keller. Hier sieht uns doch auch keiner. So. Well, well. Looks like Pauline is looking for a babysitter. This letter says she's supposed to interview an agency nanny later today. Great. I could be a nanny. It's certainly worth a try. But I should warn you. I don't want to have anything to do with that baby. You're gonna have to handle this on your own. Sure, I understand. Leave it to me, Mrs. A. Mhm, okay. Kann ich verstehen, dass sie damit nichts zu tun haben will. Wir haben aber noch einen Brief hier. Brief an Joey. Er ist von Dr. Frank Zellman. Scheinbar ist er Joeys Psychiater. Es macht den Anschein, dass Joe in letzter Zeit seine wöchentlichen Sitzungen verpasst hat. Schau an, schau an. Sieht so aus, als wäre Joey genauso kaputt wie ich. Oder schlimmer, wer weiß. Ich sollte wirklich die Letzte sein, die hier Urteile fällt. Wir gehen mal wieder nach oben, aber dass der Joey einen an der Klatsche hat, das wissen wir ja wohl seit den letzten Parts. Also das vergesse ich auch nicht so schnell. Wir gehen nach ganz oben. Wir haben jetzt einen Grund, mit der Babymama zu reden. So. Und vielleicht ergibt sich dadurch ja dann auch wieder was mit den Nachbarn oder so. Mal gucken. Wir klopfen mal. Coming! Right, step back. I'll handle this.
Oh, hello? Hi. I've heard you're looking for a babysitter. Is that correct? Well, yes, that's correct. Look no further. My name is Mitzi Hunt. I'm currently a student, but I'm great with children. And I could really use a job. These school tuitions get pretty expensive these days. Okay, maybe. But why is Mrs. Ashworth here? Hello, Mrs. Ashworth. Hi, Pauline. How are you? I'm great, thanks. I haven't seen you for ages. Are you here to apply for a job as well? No, of course not. Susan ist mein Tantchen. Sie hat mir von dem Job erzählt. Oh, ich bin Miss Ashworth Untermieterin. Mrs. A. arbeitet für die Agentur. Sie ist hier, um mich zu beurteilen. Susan ist mein Tantchen. Sie hat mir von dem Job erzählt, sage ich jetzt einfach mal. Oh, ich bin Mrs. Ashworth Untermieterin. Sie könnte natürlich auch einfach ehrlich sein, dass sie bei ihr jetzt wohnt oder so. Warum nicht? Ich meine... Aber dann kommt sie vielleicht auf die Idee, hä, woher weiß die denn, dass... Ja, weiß ich auch nicht. Hat mir von dem Job erzählt. Ach, wir lügen mal mit dem Tantchen. Oh, Susan's my auntie. She told me about the job. I was a bit shy to come and ask like this. So she offered to come along. She is my favorite auntie. Thank you so much again, Auntie Susan. No problem, sweetie. So, anyway, I'm starting this course on child psychology next semester, and I thought it would be useful to get some hands-on experience with little children. How old is your daughter? She's nearly 6 months. That's perfect. Aren't they just the cutest, most adorable little muffins when they're 6 months old? Yes, well, you sure sound enthusiastic. Would you like to come in? Both of you? It's okay. I'll wait. Please come in too, Auntie Susan. I can really do with your support. You know how shy I get sometimes. Yes, well, you'll... Okay, I'll come. Ja, irgendjemand muss ja auch den Laptop überprüfen. Ja. You owe me. We need to work together on this. I'll do the talking, I promise. So. Fine. Na dann. Just don't overdo it. Ich glaube auch nicht... Too late for that, Mrs. A. Ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt in der Wohnung was finden. Das wäre sehr komisch, glaube ich. Obwohl, es würde natürlich voll schockieren, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir in der Wohnung... What a nice flat! I love the wallpaper. Very retro. Thanks. I decorated myself just before Alyssa was born. Alyssa! Please follow me. We can talk in the living room. Sie heißt zwar nicht Alyssa, aber ich denke trotzdem an Silent Hill. I need you to drag her away. How the hell am I supposed to do that? I don't know. I'm sure you can think of something. Why don't you think of something? Is that you behind my back, Mitzi? I feel so uncomfortable here. I gladly blend with this cheesy wallpaper that you like so much and disappear. I know. So do I. Do you think I know anything about babies? No. But I'm trying to fake it, and so far she's buying it. Look, I need you to stay cool and come up with something that'll make her leave the room. Got it? But that's where the problem is. I can't think of anything. Just play it by ear, yeah? Oh je, okay. Das wird bestimmt total toll. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Fotos. Untersuchen. Hauptsächlich Babyfotos. Gibt auch einige von Pauline und ihrem Ex. Sein Gesicht fehlt auf jedem einzelnen. Oha. Wenn sie diesen Kerl so unbedingt aus ihrem Leben rausschneiden will, warum hängt sie nicht einfach die Fotos ab? Ja, das frage ich mich auch. So, wieder so ein Tisch hier. Sind wir bei ihr in der Wohnung? I should let you know from the start that looking after a toddler is not an easy task. They're just beginning to crawl, they're very curious, and sometimes they can cry for no apparent reason. And my Alyssa, well, she is a very noisy child. Do you have any previous experience with children? Ja, ich habe früher die Kinder meiner Nachbarn gebabysittet. Nicht wirklich, aber ich lerne schnell. Ich bin mal ehrlich, lieber. Not really, but I'm a fast learner. Oh.
I'm not going to lie to you. That's not great. I don't really have time to teach you. I'm already so busy. You seem like a nice girl, though. And I suppose Mrs. Ashworth here will give you some basic training. I'd like to get back to work soon, you see. Just part-time for now. That's why I need someone to stay with her. I'm not going to find it easy to be apart from Melissa. But my career has always been important to me as well. They won't wait for me forever. If I don't do this now, they'll just replace me. Ja, ich dachte, ich bin lieber ehrlich, nicht, dass sie dann so Fragen stellt, die sie nicht beantworten kann oder so. Wo arbeiten sie? Oder das halt dann rausbekommt, dass sie gar keine Ahnung hat. Wo arbeiten sie? Es gibt einfach nicht genug Unterstützung für arbeitende Eltern. Wo ist alles das Vater, wenn ich fragen darf? Wo arbeiten sie? Where do you work? I'm a hotel manager. It's a very competitive industry, but I've always loved it. I miss it a lot. Mhm. Es gibt einfach nicht genug Unterstützung für arbeitende Eltern. There just isn't enough support for working parents. Tell me about it. If I don't get back to work in 2 weeks' time, they will cut my maternity pay in half. So I haven't really got a choice. It's either this or Alyssa and me will face the life in poverty. Mhm. Ich kann super mit Kindern, ich bin mir sicher, ich komme mit Alyssa zurecht. Ich frag mal, wo der Vater ist, wenn ich fragen darf. Where's Alyssa's dad? Do you mind me asking? I'd rather not talk about it. It's personal. As far as I'm concerned, Alyssa hasn't got a father. I'm sorry, I shouldn't have asked. No, it's all right, but I just don't like talking about it. I'm sure you'll understand. Mhm. Ich kann super mit Kindern, ich bin mir sicher, ich komme mit Alyssa zurecht. I have a great connection with kids. I'm sure I can manage with Alyssa. Okay, I don't doubt that. How about, would you like to hold Alyssa for a minute? We should probably see if she likes you first. Yes, definitely. But I ought to wash my hands first. Your hands? My hands. I must have touched a million things on my way here. As much as I want to hold her, I just don't think it's safe, you know? Really? What have you been touching? Oh, you know, just ordinary things, this and that. You look pretty clean. I'm sure it'll be okay. Well, if you must know, I... Ich habe einen schmutzig aussehenden Hund gestreichelt. Ich habe heute schon in einem Krankenhaus Freiwilligenarbeit geleistet. Ich habe einen obdachlosen Mann vor dem Haus umarmt. Ich habe vielleicht vergessen, mir nach der Toilette die Hände zu waschen. Ich hatte gerade eine schlimme Erkältung. Ich niese immer noch oft. Ich hatte, ja, okay, das mit dem Hund vielleicht. I stroked a filthy-looking dog. Oh. If that's the case, then I would very much prefer that you wash your hands. I'll show you to the bathroom. Na, das ist ja schon mal gut. Would you mind answering the door for me? Sure, no problem. It's probably just my friend Kate. Just let her in, please. Is that okay? The bathroom's this way. Follow me. Ah, wenn da noch eine Person ist, natürlich doof. Dann sind wir so ein bisschen auch unter Beobachtung. Your turn, Mrs. A. Seriously. Do something. Anything. Ja, ja. Fine. Mm. Make sure you scrub those dirty hands really well. I need a bit of time. Okay, mal gucken, ob das was wird. So, da sind die Fotos. Wir sollen die reinlassen. Bücherregal untersuchen. Nichts Nützliches hier. Nur Bücher, Bücher, Bücher und ein paar Spielsachen. Schau hinein, ihre Küche sieht blitzblank aus. Fotos. Auf den meisten Fotos sind Pauline und ihr Kind. Ein Kerl ist auch auf manchen Fotos drauf, aber sein Gesicht scheint aus jedem einzelnen Foto rausgeschnitten zu sein. Seltsam. So, Tür. Hello. Hello. Are you Kate? I've been sent by the agency. My name is Rita Tickle. Na toll. May I come in, please? Agency? What agency? The Happy Nanny Babysitters Agency, of course. We bring fun and professionalism into childminding at a discount price. May I come in, please? No. Wait, just hang on a second. I believe we have an appointment. It was confirmed by post. Didn't you get a letter? Hang on, I said. Hm, tut mir leid, die Stelle ist schon vergeben. Falsche Adresse, hab vier Auge. Tut mir leid, die Stelle ist schon vergeben. I'm sorry. The position has already been taken. Oh, great. Are you sure? Yes.
I'm sure. Thanks for your time. See ya. Wait, wait, wait. There must have been some kind of mix-up. No, there wasn't a mix-up. You're just too late. Wie aufdringlich die ist. I'd better call the office and find out what happened. Ja, mach doch. Was ist denn das für eine? Okay, wo geht die jetzt hin? Wo geht die denn jetzt hin? Kapier ich nicht. Untersuchen. Ja, okay. So, gehen wir jetzt wieder zurück. Nerv nicht. Wahrscheinlich klingelt die gleich wieder oder klopft. Fenster. Untersuchen. Auf dieser Seite des Gebäudes wird es früh dunkel. Fernseher. Das ist ein großer Fernseher. Mhm. Oh. Untersuchen. Paulines Laptop. Benutzen. Ich weiß nicht genug über Computer, das sollte ich mit sie überlassen. Hier ist aber das... Fotos. Es gibt viele Fotos von Pauline und ihrem Ex. Schon wieder raus eine Schere. Ich nehme mal die Schere mit. Dumme Frau, lässt ihr Baby direkt neben einer scharfen Schere liegen. Ja. Gut. Was ist jetzt hier mit dem Badezimmer? Es gibt viele... Quatsch, du sollst das Badezimmer, meine ich. Untersuchen. Ich höre das Wasser laufen. Ich muss mich beeilen. Sie könnten jeden Moment rauskommen, okay? Dann haben wir jetzt hier die Schere. So, was it my friend at the door? No, just some door-to-door salesman. Well, I hope you told him to go to hell. I honestly don't know what these people are thinking. Ja, ja. Yeah, me neither. Oh-oh. I'm sure it's Kate this time. I'll let her in if you'll excuse me for a minute. Oh, jetzt ist das bestimmt nochmal die Wait. Frau. Ich glaube, ich habe vergessen, das Wasser im Bad auszustellen. Meine Hände sind immer noch nicht sauber genug. Ich sollte sie nochmal... Mir geht's auf einmal so schlecht. Ich glaube, ich habe etwas im Auge. Mir geht's auf einmal so schlecht. I'm feeling really sick all of a sudden. Oh. Do you think you're actually going to throw up? Yes, definitely. Oh, yes. Quickly go back to the bathroom. I don't mean to be rude, but this is a very expensive carpet. Will you come with me? Please? But you did, didn't you? I'm scared. Everything's just spinning around. Can Mrs. Ashworth go with you for a change? It's okay. I'll answer the door and let your friend in, yeah? Well... Fine. I'll put Alyssa in her bed for a minute and I'll come with you. It's that dirty dog you're attaching, isn't it? Oh, poor thing. Ja, ja, der schmutzige Hund, genau. Okay, prima. Ja. Toll. So, kann ich hier noch... Kann ich hier überhaupt noch was machen? Oh, wer ist denn hier jetzt? Es war so klar. It's you. Again. Hello. Is this flat number 8? My name is Rita Tickle from the Happy Nanny Agency. May I come in, please? Wie kann man denn so aufdringlich sein? Ich habe es Ihnen doch schon gesagt. Sie sind zu spät. Guck mal, tut mir leid, Kleine. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ja, ich habe es Ihnen doch schon gesagt. Sie sind zu spät. I've told you already. You're too late. You have? I thought I got the wrong door last time. It's the right door. I was looking for a nanny, but I'm not anymore. Do you understand what I'm saying? Yeah. You were looking for a nanny. I have 10 years experience and training in child discipline techniques and behavioral psychology. Also, I am known for good personal hygiene, strong work ethics, and I only take one break every 5 hours. Just to use the restroom. Wow, that sounds really great. But I'd like you to go away now. You don't need a nanny. Nope. I've decided to give my baby up for adoption. You're an evil person. You'll go to hell for doing that to your baby. Ja, geh endlich weg. Yeah. I've already been to hell.
They don't want me there. Nicht schlecht, Mrs. Ashworth. So, ich habe eine Schere. Mit der können wir bestimmt das Kabel noch zerschnibbeln oder weiß ich doch nicht was, aber... Tja, können wir denn noch machen? Den Fernseher nochmal anmachen? Können wir mit dem Fernseher was machen? Verlängerungskabel benutzen? Nö. Rote Farbe. Hier, ran klatschen. Was könnte man denn noch machen? Mit der Schere irgendwas hier tun? Nö, ne? Also auf die Fotos ist hier noch irgendwas. Und dass das Kind auch überhaupt nicht, untersuchen. Paulines Laptop. Badezimmer. Das Wasser laufen. Ja, was soll ich denn machen jetzt? Keine Ahnung. Könnte höchstens noch schneiden. Kann hier nichts schneiden. Nee. Glaube auch nicht, dass die Schere dafür da ist. Die Schere kann höchstens auch für das Kleid auch noch da sein. Genau, um das Kleid so ein bisschen zu zerschnibbeln, zu zerreißen, wie auch immer. Dann hätte man alles für die Ablenkung. Vielleicht können wir auch hier noch andere Personen rausschneiden. Schneiden. Kann hier nicht schneiden, nee. Und wenn wir das Verlängerungskabel noch an den Laptop machen? Bringt das überhaupt was? Weiß ich nicht. Ich meine, eigentlich will sie das ja gar nicht machen mit dem Laptop, ne? Verlängerungskabel benutzen. Nö. Was dann? Ich weiß es nicht. Viele Fotos von Pauline, ihr Ex. Sein Gesicht wurde aus ihm rausgeschnitten. Ja, ja. Aber was ist das auch für ein Bett für ein Baby, denke ich die ganze Zeit, ne? Voll das große Bett. Das ist ja kein Babybett. Das kann doch hier voll schnell immer runterfallen. Keine Ahnung. Was machen wir denn jetzt woanders eigentlich? Tja, schau hinein. Blitzeblanke Küche. Kerl ist auch auf manchen drauf, aber sein Gesicht scheint aus jedem einzelnen Foto raus. Okay. Das muss der Ex-Mann sein. Und ein paar Spielsachen. Können wir hier mit den Spielsachen irgendwas machen? Können wir mit der Farbe hier irgendwas machen? Warte. Stattdessen bedrohlichen Aft an die Wände zu schreiben. Hier zumindest bei Joe Davis funktioniert. Natürlich, außer diese drei Sechsen an seinem Badezimmertuch wurden mit echtem Blut geschrieben. Ja, okay. Das weiß ich auch. Brief an Joey, Schere. Schneiden. Untersuchen. Sollen wir jetzt eigentlich rausgehen? Kinderwagen. Können wir hier können wir hier den Menschen mehr? Nee. Sollen wir hier das Kabel jetzt durchschneiden? Schneiden. Das ist purer Selbstmord. Ich mache diesen Scheiß nicht mehr. Es muss einen sicheren Weg geben. Du sollst ja auch das Kabel zerschnibbeln. Ziehen. Wenn ich sie rausziehen könnte, würde ich den Strom in beiden Wohnungen kappen. Leider sind sie fest am Zähler montiert. Ja, und wenn du das da dann machst, so, schalte aus. Ja, mach das doch mal. Weil dann kommen die ja auch da hinten. Weiß ich nicht. Dann kann sie da Zeit verschaffen. Jetzt kommt er wieder. This fuse and me, we're playing it. Ja, it seems I am the Jesse. Sure. Ja, er geht ja eh jetzt wieder. Können wir das hier nicht durchschneiden? Kann hier nichts schneiden. Ach, das ist doch. Ich meine, ein Stromzähler für beide Wohnungen. Dann schneid doch das Ding da durch. Es wird wohl mehr brauchen, als diese Schere und den Mann aus ihrem Leben zu schneiden. Aber das wäre ja so, ja, ziehen. Rausziehen könnte, würde ich den Strom in beiden Wohnungen kommen. Leider sind sie zu fest am Zähler montiert. Ach, das gibt's doch nicht. Und ich habe die Zeit auch schon wieder vergessen, aber ich denke,
Da könnte man vielleicht was machen. Fenster, da untersuchen. Ja, also ich werde mich hier um das Problem beim nächsten Part kümmern. Laptop. Ja, ich kümmere mich mal am nächsten Part drum. Könnt mir aber vorstellen, wenn wir da den Strom oder so ausmachen, dann hätte Mietzi kurz Zeit, sich da mit dem Computer zu befassen oder so. Oder wir müssen irgendwas mit dem Fernseher machen. Das ist ein großer Fernseher. Ist das vielleicht ein Hinweis oder so? Können wir da jetzt was reinschneiden? Nein, also keine Ahnung. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.